Hallo, herzlich willkommen zu unserem Live-Event. Hallo. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, und zwar um Hyperpigmentierung und was man dagegen tun kann. Und weil das ein sehr komplexes Thema ist, bin ich heute auch nicht alleine, sondern die Frau Druse ist bei mir und als Hautärztin kann sie uns da ein bisschen tieferen Einblick geben, na, wie so eine Hyperpigmentierung entsteht, was so Ursachen sind, welche ihr überhaupt bearbeiten könnt mit Produkten und welche nicht. Da gibt es nämlich auch Unterschiede. Und ja, ich würde sagen, Wir da sind steigen wir sehr direkt gerne im Thema, ne? direkt ein. Ja. Ja, ich freue mich auch, dass wir das heute hier zusammen machen. Hyperpigmentierungen sind, wie gesagt, ein sehr, sehr populäres Thema. Also das ist ein Problem an der Haut, was immer mehr zunimmt tatsächlich. Das sehen wir auch in der Praxis. Also es kommen Patienten, die wissen möchten, was kann ich denn tun, wie entsteht das, was hilft. Und es gibt ein paar Möglichkeiten, das ist schon mal die gute Nachricht vorab, aber man muss auch ein bisschen Geduld mitbringen. Ja, das ist ja immer so ein bisschen das leidige Thema, die Geduld. Aber Ja. wenn ihr durchhaltet, werdet ihr auch belohnt tatsächlich. Dann fangen wir direkt mal bei den Hyperpigmentierungen an. Also man unterscheidet per se erstmal Hyperpigmentierungen, die sozusagen angeboren sind, also von Geburt an vorhanden sind oder aber einem sozusagen über die Gene mit in die Wiege gelegt wurden. Und bei diesen kann man halt mit externen Sachen, also mit Cremes, mit Behandlungen jetzt keine Verbesserung erzielen, weil das eben, wie gesagt, das bringe ich von zu Hause aus mit meinen Genen und da wirken eben die ganzen Behandlungen oder Produkte nicht. Aber bei erworbenen Hyperpigmentierungen, also das sind alles die Hyperpigmentierungen, die ich so im Laufe meines Lebens vielleicht dazu bekomme, wie zum Beispiel gerade so ein bisschen auch hormonell bedingt oder im Rahmen der Schwangerschaft beispielsweise so ein bisschen die ganzen Hyperpigmentierungen, das Melasma kennt man da vielleicht, all sowas. Oder auch wenn ich zum Beispiel nach einer Akne eben Pickelmale zurückbehalte, aufgrund eben der Entzündung an der Haut. Das sind so die Formen oder die Hyperpigmentierung an der Haut, die man gut beeinflussen kann. Ja, und das ist nämlich, oder auch Altersflecken, ne? Ja, Das ist ja auch so Altersflecken, ein ganz Ding, genau. das kennen ja ganz viele, ne? Gerade so auch im Dekolleté-Bereich vielleicht, ne? Also nicht vergessen, ich sage mal, Verlängerung des Gesichtes, was so jeden Tag der Sonne auch ausgesetzt Oder auch ist, ne? gerne Handrücken, ne? Da Ja, vergisst man auch. auch häufig die Pflege und das ist dann Das nachher stimmt. aufwendig, eben das eben mitzubehandeln, sei es durch Ja. Creme, Behandlung oder Laser. Deswegen Handrücken auch gerne direkt immer mit. Genau. Also das könnt ihr wirklich tatsächlich alles super mit Pflegeprodukten bearbeiten. Diese Angeborenen, da zählen zum Beispiel, bevor die Frage aufkommt, Sommersprossen Ja. zu. Also na, die können wir definitiv nicht bearbeiten. Ne? Genauso wie Muttermale oder sowas. Alles, was ihr wirklich schon immer hattet, das bleibt auch bei euch. Und ja, was ihr so im Laufe der Zeit gekriegt habt, da können wir wunderschön gegen arbeiten. Und Aber ja. vielleicht eine Sache noch zum Thema Ja. Sommersprossen. Zumindest kann man auch mit einem hohen Lichtschutz das so ein Ja, das bisschen stimmt. positiv beeinflussen, wenn man dann in den Sommermonaten wirklich Lichtschutz 50 plus nimmt, Ja. dass die zumindest nicht ganz so stark werden, wenn man Ja. das konsequent macht. Genau, wenn man das nicht mag, ne? Ist ja Ja. meistens so, das, was man hat, das mag man nicht so. Ja. Und die, die es nicht haben, die hätten es gerne, ne? Weil das so, ne, dann süß aussieht. Aber das ist immer Geschmackssache auch so ein bisschen. Ja, und wir haben hier jetzt tatsächlich für euch heute ein paar neue Produkte. Viele kennen vielleicht schon unsere Mela White Serie. Das ist die Serie bei Hyperpigmentierung, um da effektiv gegenzuarbeiten. Und die gibt schon lange, die Produkte, aber wir haben die jetzt einfach mal noch verbessert, weil wir wollen ja auch immer auf dem neuesten Ja. Stand sein, neuesten Stand der Entwicklung und das Beste für euch rausholen in den Produkten. Und deswegen haben wir jetzt noch schönere Produkte. Und ich zeige sie schon mal, damit sie sie schon mal gesehen haben. Und zwar ist es das Mela White, das ist noch so drin von früher, das Brightening Brightening Day Day Fluid. Fluid. Und das ist nämlich jetzt mit Lichtschutzfaktor 50. Früher hatten wir nur einen 20er drin in der Tagespflege. Also ein wahnsinniger Mehrwert schon allein. Und die Brightening Night Cream. Über die zwei Sachen reden wir auf jeden Ja. Fall. Zu der Serie dazu gehört aber auch das Mela White Active C Serum. Das ist gleich geblieben, weil das einfach schon so eine wahnsinnig gute Power hat. Da brauchen wir nichts Ja. ändern, weil wir davon total überzeugt sind. Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein mit dem Brightening Day Fluid. Und
das Schöne, was ich finde, vorher war es ja eine Creme tatsächlich und Hyperpigmentierung sind ja ein hautgrundbildunabhängiges Problem. Ja. Und jetzt haben wir wirklich was, dass auch jeder das benutzen kann. Ne? Ja. Und ich zeig das mal und sehr vielleicht können Sie mal sagen, ja, wo es so ansetzt, sage genau. ich mal. Da muss man noch mal ganz kurz ausholen, weil wir zeigen hier vielleicht noch mal kurz die Konsistenz. Also es ist super, ein super schönes Fluid, leicht, lässt sich gut verteilen, weißelt auch nicht so. Und das finde ich auch, genau, ne? Also Lichtschutzfaktor 50 plus ist ja gerne mal so richtig fies, aber gar nicht. Also ist mega schön, das fühlt sich auch super angenehm an. Also genau, richtig zu toll. Den Hyperpigmentierungen muss man vielleicht noch ganz kurz erzählen, also warum haben wir die eigentlich? Genau. Warum treten die in Erscheinung? Das kann aus zwei Gründen passieren. Entweder wir haben in unserer Haut eben pigmentbildende Zellen, die für das Pigment verantwortlich sind. Diese produzieren dann zu viel Pigment lokal und dadurch kommt es zu eben der bräunlichen Verfärbung an der Haut. Oder aber es kann auch durchaus sein, dass eben durch gewisse Reize einfach sich die pigmentbildenden Zellen vermehren und wir davon dann mehr Zellen haben und mehr Zellen, die Pigment bilden können, führen eben auch zu Hyperpigmentierung. Ja. Und das ist ein relativ komplexer Prozess, den wir jetzt hier gar nicht so lange breit treten wollen, aber man kann sich eigentlich merken, es gibt so drei mögliche Ansatzpunkte, wo man auch mit Produkten sehr gut angreifen kann. Das erste ist nämlich vor der Pigmentbildung, also vor allem auch präventiv, bevor das Pigment überhaupt gebildet wird. Dann während der Pigmentbildung, dass das ein bisschen runtergefahren wird und unterdrückt wird, damit nicht so viel Pigment eben von den Zellen gebildet wird. Und dann das dritte ist nach der Pigmentbildung. Das heißt, wenn schon eben das Pigment entstanden ist, dass es dann aber zumindest schneller abgebaut wird oder abtransportiert wird. Ja, und das ist natürlich, das ist das, was die meisten ja eigentlich kennen, dass viel damit geworben wird. Das ist ein aufhellendes Produkt, aber das ist halt gar nicht so nur die Lösung, sondern es geht natürlich auch darum, dass wir dann dafür sorgen, wenn es abgebaut ist, dass da auch nichts Neues nachkommt. Und das ist eigentlich das Schöne, was hier vereint wird in den neuen Produkten, dass wir so in allen drei Punkten immer ansetzen, dass ihr da die beste Effektivität habt, dass wir einmal aufhören und wirklich auch dieser Neubildung effektiv entgegenwirken. Genau. Ja. Und die besten Ergebnisse erzielt man eben logischerweise, wenn man an allen drei Schritten ansetzt. Und in Summe mit der ganzen Pflegeserie haben wir das auch geschafft, sozusagen Ihnen an oder euch anbieten zu können, dass man mit allen drei Produkten auch in allen drei Schlüsselpunkten da ansetzen kann, um maximal effektiv eben die Hyperpigmentierung zu bekämpfen. Ja, genau. Deswegen, das ist auch so eigentlich die Empfehlung, also wer mit diesem Problem zu kämpfen hat, dann ist es auch schon wirklich sinnvoll, alle drei Produkte zu verwenden, damit ihr einfach die schnellsten, besten Erfolge habt. Ja, wenn ich nur ein Produkt benutze, dann dauert es natürlich länger, als wenn ich drei Produkte benutze, die einfach auf dieselbe Wirkung aus sind. Und auch bei der Nachtpflege, beziehungsweise wir waren ja noch gar nicht so einzeln eingegangen. Genau, da kam auch gerade eine Frage, ob das ähnlich leicht ist wie das Solar Plus Protect Fluid. Ja. Ich würde sagen, es ist sogar vielleicht fast noch ein bisschen leichter. Also dafür, dass es viel mehr Pflege noch mit drin hat, finde ich das schon. Also man kann das definitiv von der Konsistenz vergleichen. Ich finde, man hat noch ein bisschen mehr dieses Gepflegtgefühl. Also na, das Solar Protect zieht ja super schnell weg, aber dann nehme ich ja auch meine andere Creme noch drunter. Und das fühlt sich einfach schön geschmeidig an, aber nicht fettig. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Das fettet nicht, sondern das ist so wie so ein mattes Gefühl fast ein bisschen, würde ich sogar sagen. Und also da hat man wirklich ein super angenehmes Hautgefühl, ohne dass man denkt, oh, meine Haut klebt ist jetzt oder total zu. Öl, ne? Glänzt. Und da ist das hervorragend, auf jeden Fall. Also ist definitiv vergleichbar für die Leute, die das Solar Protect Fluid kennen und damit gut zurechtkommen. Die werden auch mit dem Produkt sehr gut zurechtkommen. Also. Und das Schöne bei dem Produkt ist auch, wir haben uns extra dafür entschieden, dass wir das unparfümiert formulieren, denn auch Duftstoffe können manchmal eben dazu führen, gerade in Kombination mit dem Sonnenlicht, dass es dann nochmal zu Hyperpigmentierung kommen kann oder diese verstärkt werden. Deswegen ist das unparfümiert, riecht aber trotzdem sehr schön. Ja, also ne, wir versuchen alles Mögliche auszuschließen, was noch irgendwie das triggern könnte.
Ja, und zusätzlich haben wir auch Antioxidantien mit drin. Ja. Also das ist vielleicht vielen auch ein Begriff, ne? So freie Radikale, die sind ja schlecht für die Haut in Kombination mit der UV-Strahlung. Das kann auch alles noch dazu beitragen, dass sich so Hyperpigmentierungen bilden. Deswegen haben wir da auch ordentlich Schutz mit reingepackt. Also gerade so am Tag ist ja immer Fokus nicht nur Pflege, sondern auch Schutz einfach. Ja. Weil nachts, wisst ihr alle, da ist keine UV-Strahlung. Da gehen wir dann intensiv in diese Regeneration und Reparatur ein bisschen und tagsüber ganz viel Schutz auch einfach. Ne? Denn wenn man auch über Hyperpigmentierung spricht, Schutz ist ein ganz großes Thema, denn mit einer der Hauptfaktoren bei den Hyperpigmentierungen ist tatsächlich das UV-Licht. Ja. Also das ist leider so, das macht am Ende in der Haut einen Reiz, der dafür sorgt, dass eben wieder mehr Pigment produziert wird. Und da ist wirklich, also man kann keine Hyperpigmentierung eigentlich behandeln ohne Lichtschutz. Ja. Das wäre vergebene Liebesmühe. Ja. Das heißt, wirklich konsequent den Lichtschutz auch gerne ganzjährig, wer eben mit dem Thema Hyperpigmentierung zu tun hat und da auch in ausreichender Höhe. Deswegen haben wir jetzt eben auch entsprechend SPF 50 in dem Day Fluid mit drin. Vorher in der Mela White Day Cream hatten wir ja schon Lichtschutzfaktor 20, was jetzt auch nicht verkehrt ist. Mhm. Aber gerade wenn es eben um den Schutz geht und das Vorbeugen, das Präventive, da ist eben der hohe Lichtschutz super wichtig. Ja, so, hier haben wir noch eine Frage gekriegt. Wie ist der Geruch? Also eigentlich sehr neutral tatsächlich. Also ich, dadurch, dass es unparfümiert ist, riecht man natürlich so ein bisschen Wirkstoffe, aber es ist super angenehm. Also ja, nicht irgendwie, das hat man ja manchmal auch bei unbedufteten Produkten, dass sie so ein bisschen sehr nach Rohstoff oder so muffig riechen. Aber das gar nicht. Das hat man hier gar nicht. Es riecht vielleicht so ein bisschen auch nach einem Sonnenschutzprodukt. So ja, genau. So ein bisschen Richtung Sonnenschutz, aber nicht so intensiv, finde ich, wie ein klassischer Lichtschutz. Das ist ja, also man kennt das ja eigentlich, das ist so ein Sommer-Urlaubs-Ding, was man dann im Kopf hat, wenn man Lichtschutzprodukt irgendwie aufträgt, denkt man immer so, ach, ich fahre in Urlaub. Das ist es nicht, definitiv. Also viel angenehmer und auch nicht penetrant. Also leicht wirklich vom Geruch. Super angenehm. Also stört nicht mit einem Parfüm oder so, können einfach drüber. Das beißt sich nicht. Also sehr, sehr angenehm vom Duft her. Von Wirkstoffen, da gehen wir gar nicht so lange drauf ein, aber ich denke, viele, die sich für Wirkstoffe interessieren und sich ein bisschen auskennen, hier haben wir zum Beispiel auch Niacinamide enthalten. Das ist ja so ein Trendwirkstoff, eigentlich sehr lange gibt es den schon, sehr alt bewährt in seiner Wirkung, so ein bisschen, ich sage immer oldie but goldie, der aber wirklich vielfältige Wirkung hat und das ist eben hier auch mit enthalten für die, die sich so ein bisschen für die Wirkstoffe mit interessieren. Aber daneben haben wir natürlich noch auch andere Wirkstoffe da drin, die so ein bisschen auffällend wirken, noch mehr gegen die Pigmente wirken und auch die UV-Filterkombination, die eben sehr modern ist für den Schutz gegen die UV-Strahlen. Ja, super. So, da kam noch mal was. Ach, da. Ja, dass es so pastig ist. Nee, auf jeden Fall nicht. Also pastig ist es nicht, wie ich gerade gezeigt habe. Also das ist wirklich, man sieht, die Hände sehen gleich aus einfach. Ne? Das sieht nicht fettig aus. Ich finde sogar, meine Haut sieht an der Hand, also die Hand ist es, die sieht so ein bisschen ebener sogar aus, obwohl das nicht beabsichtigt ist eigentlich. Ja. Ne? Also es hat wirklich ein wirklich mattes Finish. Ja, ne? Wenn man sich das so im Vergleich anguckt, da bleibt nichts zurück, kein Ölglanz. Ist super leicht, wie gesagt, im Auftrag. Man hat das ja häufig, je höher der Lichtschutz, umso kompakter wird das Produkt. Aber wir haben uns extra Mühe gegeben und ein sehr leichtes Fluid entwickelt. Ich finde das auch wirklich, also wenn man das jetzt mal, ne, wir hatten ja gerade schon gesagt, so an den Händen ist ja auch so typisch. Also ich finde, man kann das halt auch super auf die Hände auftragen tatsächlich, weil es nicht unangenehm ist. Ne? Also und dann mit dem Spender, das ist so schön einfach. Kompakt, ist übrigens, wer sich dafür interessiert, ist ein schöner Airless-Spender. Das heißt, zieht sich ordentlich alles hoch, damit ihr eine perfekte Restentleerung habt. Da bleibt nichts in der in dem Spender zurück, was da nicht hingehört. Und das ist quasi Schritt 1. Und zusammenfassender, ergänzend, wo wir gerade über die Punkte der Pigmentbildung gesprochen haben, ne? Also davor, während der Pigmentbildung oder auch danach, das Day Fluid wirkt an Punkt 2 und 3, also während der Pigmentbildung und auch danach. Ja, super. Dann haben wir als zweites neues Produkt die Nachtpflege, die Brightening Night Cream. Und die ist im Tiegel, ganz klassisch. Und das Schöne ist, bei der, die ist von der Textur super leicht, so ein bisschen gelig. Mhm. Und das hatte halt auch einen Sinn, weil es, wie gesagt, auch für natürlich eine Haut, die ein bisschen fettiger ist, soll das auch einfach nutzen können. Weil viele Nachtpflegen sind natürlich sehr, sehr reichhaltig.
Das macht dann keinen Sinn, aber die ist ganz leicht, angenehm. Und das Schöne ist, bei so einer Geltextur, das hat ja immer so was leicht Kühlendes, finde ich. Und also die ist beduftet. Genau, die ist so ganz leicht beduftet. Riecht super frisch, finde ich einfach. Also macht ein ganz weiches Hautgefühl. Super angenehm, zieht aber auch gut weg. Also das auch, damit das wirklich für alle nutzbar ist. Ja, hinterlässt auch ein schönes Pflegegefühl auf total. Der Haut. Also finde ich super schön. Hier ist das Konzept ein bisschen anders. Das hatten wir ja gerade schon ein bisschen gesagt, diese regenerative Nachtphase, die nutzen wir ja optimal. Ja. Nämlich hier brauchen wir keinen Lichtschutz, ganz klar, sondern hier versuchen wir eben die Haut in ihrer Erneuerung über die Nacht zu unterstützen. Ja. Und wir haben auch tatsächlich so ganz leicht abschilfernde, also keratolytische Wirkstoffe enthalten, damit eben das Pigment, was sich eben in der Haut gebildet hat, auch ganz sanft abgetragen wird. Es ist aber nicht so, wenn man das jetzt regelmäßig benutzt, dass sich irgendwie am nächsten Tag die Haut abhält oder so. Nein. Da braucht man keine Sorge für haben. Aber ein netter Nebeneffekt bei diesem Keratolytischen ist auch, dass die Haut eben deutlich geklärter aussieht und tatsächlich sich über die Zeit auch ein bisschen so die Poren mit verfeinern. Ja, also das ist wirklich super angenehm und also das ist für eine Nachtpflege, diejenigen, die es sowieso nicht so reichhaltig mögen, dann werdet ihr das einfach lieben tatsächlich, weil es so schön leicht ist. Und ja, wie gesagt, ihr verstärkt dadurch natürlich die Wirkweise, einfach weil ihr tagsüber und nachts dann intensiv in diese Regeneration, diesen Abbau geht, ne? Also wie mit dem Abschilfern, damit das alles unterstützt wird. Ne? Weil die Hyperpigmentierung, die man oben sieht, die sitzt ja viel tiefer tatsächlich in der Haut und das muss sich halt erstmal abbauen. Deswegen dauert es ein bisschen. Im Schnitt sagt man ja auch, na, das Problem kommt nicht von heute auf morgen meistens und geht halt nicht von heute auf morgen. Ja, Empfehlung ist tatsächlich schon 3 Monate. Ja. Sollte man sich genau Zeit nehmen, weil wir einfach auch nicht mit aggressiven Säuren arbeiten. Ja. Und das ist auch ein wirklicher Unterschied zu manch anderen, die vielleicht eine schnellere, sichtbare Wirkung haben, aber dann macht man auch sich halt mehr Nebenwirkungen. Die Haut etwas empfindlicher und im Zweifelsfall auch lichtempfindlicher, also für neue Hyperpigmentierung. Und das machen wir halt nicht. Deswegen müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Aber also wir sagen im Schnitt 3 Monate, wir haben aber ganz viele Rückmeldungen, dass es auch deutlich schneller schon geht. Ne? Und je mehr ihr benutzt, wie gesagt, umso schneller habt ihr dann auch einfach die Effekte. Ne? Da kann man vielleicht auch noch zu erzählen, dass eben in der Kosmetik tatsächlich auch einige Wirkstoffe verboten sind, was so, wenn es um das Thema Hyperpigmentierung geht. Da hat man ärztlicherseits noch ein bisschen mehr Handhabe vielleicht. Ja. Aber man muss tendenziell sagen, alle die Wirkstoffe, die auch eben stark wirken oder auch schnell wirken, sind in der Regel auch relativ aggressiv zur Haut und haben eben dann auch die besagten Nebenwirkungen mit Reizung, mit Rötung, mit Abschuppung. Manchmal gibt es eben auch die Nebenwirkungen ins Gegenteilige, dass die Haut so gereizt wird, dass sich eben wieder mehr Pigment bildet durch die Reizung. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen und da ist einem ja auch nicht mitgeholfen, wenn man schnell anfängt, da irgendwie Bleichcreme aufzutragen und dann aber nachher ein viel größeres Problem danach hat. Deswegen ist es eigentlich gesünder für die Haut, das langfristig konsistent zu machen, aber eben mit einer sanften, aber wirkungsvollen Wirkweise. Genau. So, da kam gerade noch mal was rein. Ich hatte früher gar keine Probleme mit Hyperpigmentierung. Aber jetzt nehme ich dann mal an, soll die Konsequenz daraus sein. Da kommt der Rest. Ja, mit Hormonen. Das ist also neben der UV-Strahlung ein sehr häufiges auch, also Kofaktor, sage ich mal, bei den Hyperpigmentierungen. Das kann sein, zum Beispiel durch sowas wie tatsächlich auch schon die Pilleneinnahme, aber auch gerade in und um die Schwangerschaft rum, durch die veränderte Hormonsituation im Körper. Da kann es eben leider so sein, dass da die Pigmentzellen nochmal richtig Gas geben und ordentlich Pigment bilden. Meist muss man sagen, wenn man jetzt, also wenn das zum Beispiel bedingt ist durch die Einnahme der Pille, wenn man das absetzt oder umstellt, dass sich das dann über die Zeit, und da sprechen wir auch eher von Jahren, schon auch wieder ein bisschen besser und normalisieren kann. Und an für sich auch so mit dem Ende der Schwangerschaft wird es dann auch wieder besser. Aber natürlich muss man auch vielleicht ein bisschen unterstützen, noch mitarbeiten. Und wer einmal diese Probleme hatte, da wirklich immer auf den hohen Lichtschutz achten, damit es nicht auch wiederkommt. Aber dann ist das tatsächlich jetzt genau das Richtige für dich. Also dann sind das die Produkte, die du auf jeden Fall nehmen solltest.
ein bisschen Geduld, wie gesagt, und dann kannst du da wirklich ganz tolle Ergebnisse mit erzielen. Also wir haben ja auch so in-house ein bisschen getestet, tatsächlich auch in Kombination mit unserem Serum, das, wie gesagt, nicht neu formuliert ist, weil wir einfach von der Wirkung total überzeugt sind. Ich kann das auch nochmal kurz zeigen. Das ist ein super leichtes Serum und ich mag das auch total gerne, weil da ist ganz viel Vitamin C ja auch drin. Ja. Und Vitamin C ist nicht nur gut gegen Hyperpigmentierung, ist auch so generell gut für unsere Kollagensynthese. Deswegen benutze ich das ganz gerne vorbeugend, ja, auch zwischendurch mal als Kur. Und ich zeige es euch jetzt hinterher, wenn ihr das zu Hause bitte anwendet. Ganz, ganz wichtig, aber immer erst das Serum und dann die Creme. Ganz wichtig, weil sonst hat das Serum nicht mehr so die starke Wirkweise, weil die Creme dann schon ziemlich die Haut zumacht. Deswegen immer erst das Serum und dann die Creme bitte drüber. Aber wir haben da ganz tolle Ergebnisse hier im Haus erzielt. Wir haben da ein paar Kolleginnen, die halt auch die Probleme hatten. Und die haben das regelmäßig verwendet. Und, über 3 Monate haben wir das gemacht. Genau, wir haben dann auch bei uns eben eine Hautanalyse gemacht, gerätebasiert, mit dem Visia-Gerät, mit dem man halt wirklich top unter die Haut auch gucken kann, auch die ganzen Pigmentflecken analysieren kann mit einer bestimmten Fototechnik. Und haben eben am Anfang die Fotos gemacht und dann jeden Monat haben die 3 Produkte benutzt, also das Brightening Day Fluid, das Melawhite Active C Serum und die Brightening Night Cream und ansonsten halt nichts außer normaler Reinigung und die Hyperpigmentierung wirklich sichtbar, aber auch messbar in den Messungen haben sich deutlich verbessert. Also und das war... Das ist natürlich super, wenn man das auch nachweisen kann irgendwie und die sind total glücklich, die Kollegen. Jetzt heißt es quasi, wenn man dann das Ziel erreicht hat, ne, nur noch Aufrechterhaltung, also dieser hohe Lichtschutz. Ja. Der eine oder andere nimmt es noch weiter, weil er noch mehr erreichen möchte. Also das ist dann so ein bisschen, dass man dann einfach guckt. Man kann zum Einstieg erstmal alles auf jeden Fall, bis da wirklich das Ziel erreicht ist, was ihr haben wollt. Und dann kann man zum Beispiel auch mit dem Serum nur weiterarbeiten. Oder ihr sagt, ich nehme immer die Tagespflege oder ihr dürft das auch gerne weiternehmen auf jeden Fall. Das ist ja dann immer so ein bisschen, wie sich die Haut dann auch einfach entwickelt. Ne? Also da gibt es auch kein Limit oder so. Man sagt, also sagt jetzt nie, oder man muss irgendwann aufhören oder eine Pause machen. Man kann das auch ganzjährig durchnehmen, je nach Hautbedürfnis, Hautgefühl. Ja. So, da kam gerade noch mal was rein. Die Hautoberfläche austrocknen. Nee, also haben wir nicht. Nee, bei uns nicht. Manchmal kann es sein, wenn das Produkte sind, die eben sehr stark auch so abschilfern an der Haut wirken, dann keratolytisch, damit sich eben oben die Haut so ein bisschen abhält, sage ich mal, damit man das Pigment nicht mehr so doll sieht. Das kann dann eben zu so einer Art trockenen Haut führen, weil sich die Haut abschält. Aber wir haben extra darauf geachtet, dass wir sehr gut verträgliche Produkte hier entwickeln, die eben wirkungsvoll sind, aber trotzdem auch sanft. Also die Haut nicht zu stark reizen, weil das dann teilweise wieder kontraproduktiv sein kann. Bei unseren Produkten kein Problem mit Trockenheit oder eben einer zu starken Schälung, sondern wirklich sehr schöne Pflege für die Haut. Genau, wir wollen ja nicht, dass ihr die Produkte nehmt und hinterher irgendwie die Haut erst wieder aufbauen müsst. Ja. Da stehen wir nicht für, sondern na, wir haben immer schon gute Wirksamkeit mit bester Verträglichkeit und das ist so ein bisschen das Credo der ganzen Serie auch definitiv. Alle Produkte sind ja auch dermatologisch getestet in ihrer Anwendung, sicher in der Anwendung, ohne Nebenwirkungen. Ja, also der Standard, den ihr eigentlich von uns sowieso gewohnt seid, der wird hier natürlich fortgesetzt. Also wir wollen nicht eine Haut verschlechtern, wenn wir ein Problem lösen. Das ist wirklich nicht unser Ziel, sondern dass die Haut gut gepflegt, aber dieses Problem bekämpfen kann. Und da macht ihr dann, wie gesagt, mit den Produkten alles richtig auf jeden Fall. Und wer jetzt sagt, ich möchte nur Tagespflege, Nachtpflege nehmen, ich habe noch ein Serum zu Hause, auch das ist möglich. Also ihr könnt das natürlich auch mit was anderem kombinieren. Wer sagt, okay, vielleicht alles 3, ist mir am Anfang zu viel, ist überhaupt nicht schlimm. Wenn ihr da noch was habt, dann fangt ihr mit 2 Produkten vielleicht an. Aber rein empfehlenswert, wie gesagt, je mehr, umso besser. Und wenn wir nochmal auf die Schritte dieser Pigmentbildung eben zurückkommen,
Beim Brightening, genau. Bei der Brightening Night Cream ist es tatsächlich so, das ist das Multitalent, die wirkt vor der Pigmentbildung, während der Pigmentbildung und nach der Pigmentbildung, also an allen drei Schritten sogar. Ja. Unser Serum wirkt auch nochmal an Schritt 2 und 3, also während und nach der Pigmentbildung, weil man da eben am besten die Ergebnisse erzielen kann, also die größte Hebelwirkung hat sozusagen. Und in Summe alle drei Produkte zusammen wirken dann eben an all diesen drei Punkten, die man beeinflussen kann. Und damit hat man eigentlich ein super Pflegekonzept dann auch, um die Hyperpigmentierung effektiv aufzuhellen. Ja, also das ist so wirklich volle Power gegen Hyperpigmentierung, kann man einfach mal sagen. So, da kam auch noch was. Das ist ja eine sehr schöne Frage. Kann ich die Produkte auch nur punktuell auftragen? Theoretisch ja, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn. Also macht dir nicht so viel Arbeit, nur hier immer eine Stelle, weil das ist insgesamt für die Haut, sind das gute Produkte, wie wir ja gerade gesagt haben. Mhm. Sie trocknen nicht aus, sondern sie pflegen auch deine Haut wirklich. Und man muss auch keine Angst haben, ich weiß, das ist auch immer so ein Thema, werde ich dann weiß dadurch, bräune ich dann gar nicht mehr? Nein, also ne, ihr werdet nicht schneeweiß davon, weil es nicht bleichend ist, sondern auffällend. Das ist ein gravierender Unterschied. Und wie gesagt, also einfach gerne im ganzen Gesicht benutzen, weil es ist für die ganze Haut wirklich von Vorteil. Da sind ja auch Feuchtigkeitsspender mit drin, wie gesagt, da sind Antioxidantien zum Schutz mit drin und das macht einfach Sinn, das auf der ganzen Haut aufzutragen. Gerade Lichtschutz macht ja auch Sinn für die ganze Haut. Na, auch wenn ich vorbeugend arbeiten möchte im Bereich Anti-Aging, dann ist das Beste, was ich machen kann, der Lichtschutz. Richtig. Und auch aus dem Verständnis heraus, wer einmal mit Hyperpigmentierung zu tun hat, na, häufig ist das ja hier im Bereich der Oberlippe, hier oder an der Stirn. Wenn ich jetzt nur das eincreme und sozusagen verbessere, schützt mich das ja dann nicht so sehr, dass ich vielleicht an anderer Stelle im Gesicht auch noch mal eine Hyperpigmentierung bekomme. Ja. Deswegen am besten direkt im ganzen Gesicht auftragen. Ja, so. Und bei Altersflecken. Ja, auch alle drei Produkte auf jeden Fall. Definitiv. Also generell alle erworbenen Hyperpigmentierungen immer am besten mit allen drei Produkten bearbeiten, weil das macht einfach mehr Sinn. Das ist am effektivsten. Und das Schöne ist, die Produkte haben ja auch noch ein bisschen Zusatznutzen. Also klar, der Fokus liegt eben in dem ebenmäßigen Hautbild, in dem ebenmäßigen Teint und der Aufhellung. Aber wie wir schon richtig gesagt haben, wir haben auch feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe drin. Wir haben ein bisschen was gegen Anti-Aging, zur Erhaltung unserer Kollagenfaser mit dem Vitamin C. Also die Produkte haben auch noch einen Zusatznutzen neben eben dem ebenmäßigen Hautbild. Genau, ne, weil, wie gesagt, nur weil ich dieses eine Problem habe, möchte ich ja trotzdem meine Haut gepflegt haben. Und das haben wir wirklich vereint. Deswegen gerne alle drei Produkte benutzen. Ihr tut eurer Haut damit wirklich was Gutes und habt nicht nur diesen einen Faktor, sondern wirklich eine gute, super Systempflege dann, wenn ihr die passende Reinigung noch dazu habt und habt die perfekt abgestimmt für euer Problem. Ja, und das ist, was wir damit erzählen wollen, dass wir euch da helfen, gegen das, was man nicht so gut findet, auch einfach anzugehen. Ja. Ja. Wenn jetzt keine Fragen mehr sind, jetzt wäre dann die letzte Möglichkeit so ein bisschen, weil sind wir auch schon am Ende. Ist heute klein und fein. Aber wir haben noch eine wichtige Sache vergessen, fällt mir gerade ein. Nämlich die Brightening Night Cream hat noch einen super Zusatznutzen. Man kann die auch ein bisschen dicker auftragen, einmal in der Woche. Und dann können wir die als Overnight-Maske benutzen. Stimmt, ne? Das ist super praktisch, quasi als 2-in-1-Produkt. Ja. Nicht nur als Nachtpflege, sondern dann so einmal in der Woche reicht an für sich. Dann hat man vielleicht vorher noch ein schönes Peeling gemacht und dann einfach ein bisschen dicker auftragen. Man kann damit dann einfach auch schlafen gehen, muss keine Angst haben, dass sich irgendwie das Kissen verfärbt oder so. Genau, einfach ein bisschen dicker auftragen und dann kann man das super als Overnight-Maske übernight einziehen lassen. Ja, das ist auch wirklich eine gute Sache. Könnte ich ja theoretisch auch am Tag mal abends machen, ne? Auf dem Sofa schön, ein bisschen dicker, Film an und dann kann ich das schon da einwirken lassen. Also das könnt ihr auch super machen, um dann noch mal ein bisschen intensiver zu arbeiten. Ja, ich glaube, Fragen kamen jetzt nicht mehr. Dann sind wir heute schon fertig. Wie gesagt, drei schöne Produkte, zwei neu. Brightening Day Fluid, das ist, wenn der Name einmal so jahrelang drin war im Kopf. Und Brightening Night Cream.
In und Ergänzung noch das Miller White Active C Serum. Das ist, wie gesagt, geblieben, wie es ist, weil es einfach so schon super gut ist. Ja. Wir passen ja alles auch immer den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen an. Genau. Wir haben an den beiden Schätzchen auch locker gut 2 Jahre geforscht. Ja. Wie gesagt, ein Problem bei der Produktentwicklung ist häufig, dass eben auch viele, viele Stoffe verboten sind, gerade in Kosmetika. Und wir haben sehr viel recherchiert, haben Studien gelesen und haben richtig tolle Wirkstoffe auch gefunden. Hier in der Nachtcreme beispielsweise Stammzellextrakte von Granatapfel oder Maulbeerextrakt. Und unter anderem auch ein super, also jetzt wird es schon ein bisschen medizinisch-technisch, aber gerade wenn es um das Thema Hyperpigmentierung geht zum Beispiel, ist ein so ein bisschen sehr vielversprechender Stoff, der gerade in der Erforschung ist oder an dem gerade sehr viel ausprobiert wird, ist die Ligninperoxidase, und die haben wir in abgewandelter Form hier auch enthalten als Bestandteil eines Komplexes, und das ist wirklich ein Inhaltsstoff auch, der super vielversprechend ist, gerade was so das Thema Hyperpigmentierung angeht. Da haben wir wirklich sehr viel geforscht, sehr viel Herzblut auch reingesteckt und wirklich sehr, sehr schöne Produkte auf den Markt gebracht. Ja, genau. Was lange währt, wird endlich gut, kann man vielleicht so abschließend sagen. Also lieber lassen wir uns noch einen Moment länger Zeit und haben dann das beste Ergebnis für euch. Und ihr könnt euch von den Produkten einfach selber überzeugen. Ihr könnt auch gerne noch mal im Shop nachlesen. Wer noch mehr Informationen braucht, da steht ja auch noch mal ein bisschen was drin. Und ansonsten wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und beste Erfolge. Und noch eine schöne restliche Woche. Genau, ist ja ganz frisch noch. Also genießt die Woche im besten Fall. Ist ja eine kurze Woche. Genau, habt ihr einen schönen Brückentag und könnt ein super langes Wochenende genießen. Ja, und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.